nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Die extra krümeligen. Wozu der wohl gut ist? Licht! Hey! Hallo! Muss kaputt sein. Überraschung! Huch! Die ist vollkommen überdreht. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. Guck mal, Harvey. Fingerfood. Na super. Vielen Dank auch. Oh, sorry, Kumpel. Ich vergesse immer, dass du keine Finger hast. Edna, Walt Disney war hier. Walt Disney war hier, ich bin mir ganz sicher. Versteck mich. Ganz ruhig, kleiner Kumpel. Walt Disney ist tot. Er kann dir nichts mehr tun. So bunt, so bunt. Was hältst du von der da, Harvey? Du kannst sie auch nicht ausstehen, oder? Wenn du nichts Höfliches über eine Person sagen kannst... Dann erfinde einfach etwas. Tja. Wer bist du? Mein Name ist Petra. Gib mir ein P. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Wie wär's mit dem Kaffeeraum? Huch, nein! In diesen Raum gehen wir nicht mehr. Einmal sind drei Menschen dort drinnen verschwunden. Es waren Schauspieler. Ich glaube, sie wollten für ein Stück vorsprechen. Sie sind nie wieder rausgekommen. Wie wär's mit dem Fernsehzimmer? Nein!
Ich kann Partys nicht ausstehen, wo jeder vor der Glotze hängt. Jeder Raum wäre besser gewesen. Ich find's nett hier. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Schlüsselmeister, hm? Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach selber. Hier steht, Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. In diesem Bild hängt Nützlich Boy Suchplakate für Unbrauchbarkeit in der Straße vom Tiefparterre Cave auf. Der geheime Zugang zum Tiefparterre Cave versteckt sich hinter einem Billy-Regal. Leider hat der Arzt dem Captain verboten, schwere Sachen zu verrücken. Jetzt benutzt der Captain die weniger geheime Vordertür. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Ui, lecker. Lecker? Harvey, das ist nur eine Staffelei. Oh, so ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Da hat jemand Vorsicht, Frank, draufgekritzelt. Seltsam. Wollen wir Blinddarmoperation spielen, Harvey? Nur wenn ich der Doktor sein darf. Dann lieber nicht. Irgendwas ist auffällig an dem. Ich kann nur den Finger nicht drauflegen. Wie passend. Der Bienenmann malt mit Wachsstiften. Guck mal, Harvey. Wachsstifte. Cool. Wie viele sind es? Zwei. Mist, das reicht nicht aus, um auf Riesenmonstergröße heranzuwachsen. Such weiter. Tokio wird nicht ewig darauf warten, von mir plattgetrampelt zu werden. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Das ist Kunst. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Was hältst du von diesem Regal, Harvey? Ich kann es nicht ausstehen. Lass es uns umkippen. Schade. Zu schwer. Dann müssen wir uns etwas anderes zum Umkippen suchen. Wollen wir schmutzige Karikaturen zeichnen? Ach nö. Deine schmutzigen Karikaturen sehen immer aus wie Gurkenscheiben. Ja, Gurkenscheiben. Benimm dich, Harvey. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde.
Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Warum trägst du einen Bienen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen. Als Realsatire. Um die Modebranche zu boykottieren. Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen. Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion. Auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ich mach dann mal... Nur zu.